Starke Feder. Ein Schuss mit meiner Feinwerkbahn 150 mit der Originalfeder. Gemessen 178 beim ersten Schuss. Ich mache noch einer. Der zweite Schuss genau dasselbe. Ich mache noch einen dritten. Ohoho. 181. Scheint ein Diesel zu sein. Läuft besser, wenn er warm ist. 181. 179. Macht einer. Da sind wir wieder bei 178. So, ich werde mein Gewehr zerlegen. Wieder mal. Zum zigten Mal, um eine Feder zu wechseln. Werkzeug braucht man. 17er Schlüssel. Große Schraubenzieher mit der breiten Klinge. Kleine Schraubenzieher. Kleine Zange. Das braucht man normal nicht, aber ich erkläre das nachher. Das ist ein Dorn, 3 mm. Das ist für mich der Justier-Dorn. Meine Federpresse. Industrie, Schraubstock für Bohrmaschine, Fräsmaschine und so. Kostet nicht viel. Ich glaube, ich habe 15 Euro oder sowas bezahlt. Also nicht der gute Schraubstock. Aber für den Zweck geht's. Das Gewehr wird jetzt zum zigten Mal auseinandergenommen. Löcher sind von Zielfernrohr Anbau, weil das ja keine Schafterhöhung hat. Das hat ja nur einen Schaft für die Opter. Und beim Zielfernrohr muss man ja mit dem Back ein bisschen höher. Und dann habe ich mir da so Vorrichtungen gebaut. Das ist das Überbleibsel. Die Nummer. Also richtig alte. Feinwerkbau 150 mit WBK-Eintrag. Schönes Gewehrle, macht viel Spaß, bis auf die Federn. Um das Gewehrle zu zerlegen, Schaft entfernen, die Schraube und die da. So sieht's aus, getrennt. Vom Schaft. So, jetzt zeige ich mal den Dorn. Der Dorn. Beim ersten Mal zerlegen habe ich da eine Bohrung reingemacht. Und zwar, wenn ich jetzt das Teil entferne, kommt ja die Feder raus. Und beim Zusammenschieben, dass ich die gleiche Stellung habe, um diese Schraube wieder reinzukriegen, habe ich, bevor ich es zum ersten Mal zerlegt habe, hier eine 3 mm Bohrung angebracht. Das erleichtert den Rest. Jetzt wird die Feder ausgehängt. Dort zwei Sicherungsringe. Das Schreibel raus, das Schreibel raus und das raus. Die
ist da hinten den Block. Einfach rausziehen. Oder ist vielleicht noch was vergessen? Das ist die Job, da muss runter. Jetzt schräub schon raus. Immer an deine Zähne ziehen, wie beim Zahnarzt. Also der Stift hat richtig Probleme gemacht, hat sich scheinbar ein bisschen verkantet. So, und jetzt kann man das ganze Teil abheben. Der Abzug weg. Und nachher beim Zusammenschrauben diese Nase hier von der Ratsche, die muss wieder genau da rein. Jetzt muss noch hier ein Spannhebel raus. So, jetzt ist noch die Schraube zu entfernen. 17er Schlüssel. Ich spanne das Teil jetzt dort zu Ei. So meinen Stift neu machen, dann haue die Feder nicht ab, wenn die Schraube gelöst ist, aber ich fahre
mit meiner Federpresse direkt dahin. Setz die gut an, schraub schon schön fest mal da vorne. So, dann kann die nicht abhauen. So, die sitzt ein bisschen fest. Kann ich also gefahrlos rausdrehen. Ja, und jetzt geht es zurück und die Feder kommt. Ich zoome mal ein bisschen her. Ich stehe im Licht, merke ich. Zack, die Feder kommt. Und schon ist es passiert. Aus. Brutsch. Das ist die Originalfeder, die von Anfang an in dem Gewehr verbaut war. Ist lediglich das Stückchen länger. Aber schon die gleiche Maße, innen drin, selbe. Außendurchmesser ist gleich, Drahtstärke ist gleich, nur die Länge. Die gleiche Windungsanzahl. Denn alle beide die gleiche Windung, nur ist dort der Abstand ein bisschen größer. Ich fürchte, dass wenn die paar Schuss hinter sich hat, dass die genauso lang ist wie die. Aber deswegen probiere ich das ja jetzt. Ich kann ja keine Aussage machen über Dinge, die ich nicht selber festgestellt habe. Also Exportfeder vom Federnshop. Und das ist die Feder, die original drin war. Soll ich dann die Schrottfedern? Eine Superfeder. Ha, das ist ein tolles Teil. Scheißen Dreck. Darf man nicht sagen. Aber man sieht schon, sie ist innen drin, so war sie im Gewehr. Ich habe 215 Meter gemessen. Noch 20 Schüssen waren die 215 Meter nicht mehr da. Die Feder war so innen drin. Schöne Bruchstelle. Genau hier gebrochen. Ihr wisst schon, was für Feder das ist. Ochsfeder. Das war einmal Ochsfeder. Dann will ich alles genau wissen. Die noch bessere Ochsfeder. Wenn man sich die Windung anguckt da vorne, wie die zusammengeschoben ist. Ist also insgesamt ist die Feder, die ich habe sie eingebaut mit 23 cm oder 22,5 und jetzt hat sie 18 cm. Der gute Stahl. Silikonstahl und tralala, nix was. So. Jetzt baue ich mal die Feder ein. Ich habe da noch Originale. Da habe ich noch eine gute Feder, kann man nichts sagen. Habe sie aber wieder ausgebaut, weil sie vom Außendurchmesser nicht ganz gepasst hat. Die ist von einer Diana 350 Magnum gekürzt. War auch nicht schlecht, aber vom Außendurchmesser war es nicht so berauschend. Die hat zu viel Reibung gehabt.
Jo. Originalfedern. Express-Federshop. Die habe ich auch schon verbaut gehabt. Die war vom Waffen-Gotha. Eine gebrochen. Ich habe aber ersatzlose neu bekommen. War super. Und jetzt baue ich die Ei und dann gibt es die Messung. Der Tag der Wahrheit, was bringt sie? Der Ersatz, der Exportfedershop gibt ja keine Angabe, wie stark die Federn sind. Aber wie ihr ja wisst, man erwartet ja eine gewisse Leistung. Ich lasse mich mal überraschen. Voilà, Feder passt gut. Guckt ein bisschen, steht jetzt über. Also, ich kann sie mit dem Finger schon zusammenschieben. Schau mir mal. Was noch verbaut ist, ist ein V-Mach-Kit. Der Kunststoffring. Da ist ein Kunststoffring drin. Den lasse ich jetzt mal drin, dass die gleichen Voraussetzungen sind. So, jetzt fahre ich mit meiner Federpresse da dran. Gucke, dass es schön reingeht. Einführen. Ja. Gucke, dass der Schraubstock richtig zu ist. Das nächste mir um die Ohren. Ich muss mal die Finger abputzen. Ist mir so glitschig. So, und jetzt drehe ich einfach da drauf. Und wie man sieht, geht das ohne Probleme. Nein, und jetzt kommt der Teil. Brauche ich eigentlich nicht. Ich muss nur gucken, dass der da rein passt. Ich muss ein bisschen drehen. Ich lasse ihn noch mal ein bisschen locker. Also er kann jetzt nicht zurück. Ne? Wenn ich jetzt zurückfahre, passiert gar nichts. Ich setze mal die Schraube ein. Jetzt flutscht er richtig rein. Dann kann ich die Schraube andrehen. Wenn man das jetzt so zusammenschiebt mit der Hand, und dann kann man sich das Gewinde versauen. Was ich noch mache, ich hänge gleich die Federspanne ein. Wenn das sich gleich ein bisschen verdreht hat, dann kriegst du den Schlitz nicht mehr. Also nochmal hinein, weil es so schön war. Aussetzen, Kurbel. Zack. Überprüfe mit dem Dorn. Passt nicht genau. Ist noch ein bisschen locker. Ja, passt einwandfrei. Wenn der passt, passt auch die Schraube. Weil da kann man sich das Gewehrle versauen, wenn das Gewinde kaputt ist. Das Teil dahinter ist nicht mehr zu bekommen, dass da, wo das Gewinde drin ist. Das Abschlussstück. So, gut andrehen. Das mache ich locker. Zack. Das war Federwechsel. Jetzt hänge ich gleich den Spann. Mechanismus ein, locker machen, ein Stück raus.
Gips muss man sagen, ob es lang geht. Ja, ich müsste jetzt normalerweise Brille aufziehen, weil ich bin ja das Jahr 60 Wochen. Und die zwei Augen sind nämlich das, was wir waren. So. Jetzt überprüfe ich gleich, ob mit irgendwas hakelt. Wenn wir jetzt zu starke Fette reinbauen mit zu viel Windungen, dann kann es sein, dass die nicht in die allerletzte Stellung geht. Und dann war es dann nichts. Also sieht gut aus. Okay, abnormale Geräusche. Lässt sich komplett bis zum Ende spannen. Schon rascht ja das nicht ein, der Abzug nicht ein, wenn das nicht ganz hinten ist. Die Feder, man merkt, hat mehr. Etwas mehr Druck. Also bis jetzt sieht es gut aus. Okay. Abzug. Gucke, dass der Ratsche, dass die Ratsche-Einheit so schön passt. Die lange Schraube ist vorne. Gucke, dass die Ringe drunter sind. Also an der Stelle schneide ich nachher den Film, weil das wird ja langweilig. Wenn man so Schrauben eindreht, weiß ja jeder. Die müssen auch ein bisschen gut angedreht werden. Aber übertreiben braucht man auch nicht. Rätselum. So, Hühner. Das Abschlussstück rein. Stifte neu. Sicherungen neu, Schaft dran, teste, was die Feder bringt. Ich schalte mal ab, weil es ist ja langweilig da. So, das sind die Messungen von Originalfeder. Ich habe jetzt schon mehr als 30 Murmeln durch die 150er mit der neuen Feder gelost. Und jetzt messe ich. 194, 191, 190, 187, 190, 189, 182, 186, 184, 184, ich lasse es jetzt mal sein, also so wie ich das vorher gesehen habe, ist das genau dieselbe Feder. Also der Test verläuft so, wie ich das geahnt habe. Die Feder ist gute Feder, wenn man ein altes Gewehr wieder in den Originalzustand versetzen will. Ich baue die Feder wieder aus, kontrolliere, was da los ist. So, die Feder
ist aus der 150er ausgebaut. Das ist die Feder vom Export-Federshop. Das ist die originale. Die originale ist jetzt ein Millimeter noch länger wie die Federshop-Feder. Also für Restauration okay, für Tuning mit mehr Leistung kannst du vergessen. So wie ich mir das gedacht habe. Leider wieder kein Erfolg. Die Geschossgeschwindigkeit, die V0 hat sich bei 184, 183, maximal 185 eingependelt. Und das mit der leichten Geschosse exakt express. Also mit der normalen wäre sie noch langsamer und käme genau auf die 7,5 Joule. Das war's. Federtest. Die Feder ist in Ordnung. Für Restauration für 7,5. Um mehr Leistung zu machen, ist die Feder nicht geeignet.